Ignatius hat da einen Aufbau von verschiedenen Wochen. Am Anfang steht die große Perspektive, dass der Mensch gerufen ist, Gott zu loben, zu ehren und zu dienen. Und wenn er diesen Weg gehen will, dann beschäftigt er sich zunächst erstmal mit seinem eigenen Leben, mit seiner Verstrickung in Sünde und Schuld, um zu erfahren, dass er vom barmherzigen Gott auch als Sünder in die Nachfolge gerufen ist. In der zweiten Woche geht es dann darum, das Leben Jesu kennenzulernen und mit ihm mitzugehen, zuzuschauen, wie er predigt, wie er lehrt, wie er Menschen heilt, wie er Wunder wirkt und seinen Weg bis Jerusalem geht, wo dann die Passion beginnt. In der dritten Woche soll der Übende dann auch weiter mitgehen, auch im Leiden und Sterben Jesu, ganz nah bei ihm bleiben, um dann auch in der vierten Woche mit in die Auferstehungsfreude hineingenommen zu werden. Und den großen Bogen, den man am Anfang hat, sich ganz auf Gott ausrichten zu lassen, den schließt Ignatius dann mit der Betrachtung zur Erlangung der Liebe, in der Mensch nochmal sich bewusst werden soll, wie sehr er von Gott geliebt ist und dass seine Antwort nur die sein kann, sein ganzes Leben auch in den Dienst und die Nachfolge Jesu Christi zu stellen und sein ganzes Leben hinzuschenken für diese Nachfolge.